So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Terra. Ja, inzwischen die sechste Folge, wenn man die Livestreams dazu zählt. Warum sollte man sie nicht dazu zählen? Ich bin leicht genervt, weil ich die Aufnahme jetzt zum vierten Mal starte. Aber egal, wir versuchen es einfach nochmal und haben Spaß und machen das Beste draus. Ich mach mal kurz die Musik an. Wo ist denn die Musik hin? Oh nein, die Musik ist weg. Jo, gut. Ganz kurz mal schauen, wo die Musik hin ist. So. Da. Okay. So. Ah, perfekt. So, da haben wir also doch die Musik. Okay, ja, Musik von KST Beats haben wir hier da. So. Folgendes, ich habe mir jetzt vom Noah von seiner Brotfarm ein bisschen Weizen geholt, beziehungsweise von dem kleinen Farmabschnitt, den er da am See hat. Und in den vorherigen drei Aufnahmeversuchen habe ich schon mal hier so ein kleines Panoramafenster mit Bogen gebaut und das ist sicher was. Naja, gut. Und Plan für diese Folge ist, eine eigene Weizenfarm zu bauen. Na, da schaust du scharf. Ja, gut, dann lasst uns mal gleich ins Werk gehen. Ich mache heute mal einen Test und zwar, OBS gibt ja so kleine Dateien aus, die man eigentlich gar nicht mehr rendern braucht. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, dass man die noch rendert. Warte, wie viele Stufen sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Und ich dachte mir, ich versuche das einfach mal und mache eine Folge ohne irgendwas zu schneiden oder so, weil die Dateien würden sowieso größer werden, wenn ich sie schneide, als wenn ich sie nicht schneide, beziehungsweise rendere, weil OBS echt kleine Dateien ausgibt und so weiter und so fort. Also OBS ist schon ein richtig gutes Programm. Das ist echt irgendwie, finde ich, zurzeit gerade nicht zu toppen. Naja, auf jeden Fall hebe ich hier jetzt gerade mal so ein bisschen eine Fläche aus. Oh ja, die wollen alle schlafen. Dann legen wir uns auch mal hin. So. Und schlafen eine Runde. Weil ich würde gern echt meine eigene Weizenfarm haben, damit ich nicht immer rüberrennen muss und keine Ahnung und was weiß ich. Deswegen habe ich mir mal so 22 Seeds genommen. Ich habe hier auch unten eine unendliche Wasserquelle gemacht. Ja, anscheinend haben sie keine Lust. Ah ja. Okay, gut. Okay, habe ich genug Erde für das Feld, das ich hier anlegen werde. Also ich habe 22. Gut, habe ich 22 Erde. Ja, habe ich. Juhu, wenigstens etwas, was heute läuft. Ich habe alle Materialien zusammen. Ich setze die einfach jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Ich setze jetzt einfach mal dahin, weil ich will jetzt erstmal eine provisorische Farm haben, einfach damit ich mal nicht immer diese Essensknappheit habe. Das ist ja schrecklich. Was hatten wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21. Das heißt, das sind jetzt 21. Eine Reihe noch. Okay, die Playlist scheint zu funktionieren. Sie hat umgeswitcht. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Das ist Kohle. Jetzt habe ich außerdem den Block zu viel abgebaut. Den wollte ich gar nicht abbauen. Nein, da wollte ich keine Fackel hinsetzen. Aber hier können die eine Fackel hinsetzen, weil die Pflanzen, die brauchen natürlich Licht, ne? Ganz klare Sache. Okay, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Okay. Tue ich hier einfach mal einen Eimer hin von dem Zeug und den anderen Eimer hier hin. Und jetzt tun wir mal 21 Felder. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Perfekt.
Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt den Punkt 1 schon abgehakt. Das war Punkt 1 für die heutige Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Naja, ist ja auch nur provisorisch. Alles Automatische und sonst was kommt ja noch. Das ist jetzt aber erstmal provisorisch. So. Knochen haben wir natürlich nicht, das ist gut. Weil dann können wir uns nicht... Ist inzwischen ein Pilz gewachsen. Nein, die vermehren sich einfach nicht. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Brauchen die doch Licht oder so? Ich lasse es mal offen, vielleicht. Aber irgendwie wollen die nicht. Naja, gut. Nächstes Projekt. Hier unten. Hier unten baue ich gerne weiter. Unter Wassertunnel baue ich im Livestream weiter, weil das länger dauert mit dem Wasser... Zeug, aber hier unten baue ich trotzdem gerne weiter, weil ich es einfach richtig geil finde mit dieser Landschaft da. Bin jetzt noch 14 Sekunden hungrig und deswegen muss ich hier erstmal jetzt die Decke ausheben, weil ich will hier dieses 5x5 Panoramafenster einfach haben. Ja, in meinem Kopf entwickelt sich immer mehr Sachen dazu und hier, wenn du das baust, dann denke ich mir, oh ja, das bietet sich das super an für dies und das und jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Nein, der Stein hüpft runter. Okay. Das haben die so als Angewohnheit, die fallen Treppen runter. Finde ich ziemlich lustig. Am besten, ich mache mir mal so zwei oder drei. Ja, zwei reichen. Oder? Naja, ich mache mir nur zwei. Wenn ich genug Sticks dabei hätte. Ja, die restlichen machen wir einfach zu Fackeln. So. Und zwei Stück. Und die restlichen einfach zu Fackeln. So, perfekt. Okay. Willst du einen erwachsen? Nein, nein. Oh. Die wachsen nicht. Es sind hier schon irgendwie, ich meine, es dürfen maximal 15 Pilze in einem Chunk sein, damit die wachsen. Kann es sein, dass hier vielleicht in diesem Chunk irgendwie in den Höhlen noch so viele Pilze sind? Ich meine, ich habe schon recht viele Pilze auf der Map entdeckt. Kann natürlich sein, dass da so viele Pilze sind, aber... Wenn ja, dann wäre es schlecht, dann müssten wir die jetzt, da müssten wir die irgendwann mal rausholen. Aber naja, hier ist ja sowieso nur eine Höhle unten, ich werde mal die irgendwann schauen und... die irgendwann mal erkunden, spätestens wenn wir eine Monsterfalle bauen, damit die ein bisschen effektiver wird. Weil wenn die Höhlen alle unten nicht ausgeleuchtet sind, dann ist sie natürlich nicht effektiv. Hatte ich schon gesagt, dass ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist, aber ich denke, dass sie richtig gepegelt ist. Allein, beziehungsweise ich stelle sie noch ein bisschen leiser. Ich glaube immer noch, die ist ein bisschen zu laut. Okay, jetzt hört man sie gar nicht mehr. Oder nee, es lag gerade daran, dass es nicht zu Ende war. Ah, jetzt geht's wieder lauter weiter. Okay. Ja, okay, ein bisschen runterdrehen tue ich sie. Ganz kurzen Moment. So, jetzt. Ich denke, jetzt ist die Musik gut, oder? Jetzt hört man sie nur ganz noch dezent im Hintergrund. Die Deckenhöhe ist hier zwar etwas höher als in den anderen Bereichen. Zum Beispiel oben der Gang, der hat ja nur Deckenhöhe 3, meine ich. Aber wie gesagt, dieses Panoramafenster stelle ich mir cool vor und wenn ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann muss ich das doch umsetzen. Tja, und jetzt habe ich es mir in den Kopf gesetzt, ne? Also setze ich es jetzt um. Ja, ist jetzt auch nicht zu aufwendig, also... Aber naja. Bau doch einen Stein ab. So. Okay. Hatte ich schon erwähnt, dass der Max dabei ist oder habe ich das nur in den vorherigen Fail-Aufnahmen erwähnt? Ich bin mir nicht sicher, aber der Max ist auf jeden Fall dabei. Er wird nicht aufnehmen, aber er wird einfach ein bisschen was bauen und sowas. Ich finde das ja auch immer wieder cool, wenn man einfach mal zu Leuten hingehen kann und schauen, was sie gebaut haben, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, es sind inzwischen die vierte Aufnahme jetzt. Ach ja, auf jeden Fall der Max ist dabei, der Chargers, der Lance, für alle, die den Livestream kennen. Und hier die Steine springen schon wieder runter. Hier baue ich dann noch im Livestream den Tunnel weiter, während wir irgendwie wieder mal irgendwelche Witze oder so, naja. Okay, mal schauen. Jetzt wäre ganz nützlich, wenn ich Sand hätte. Beziehungsweise, ja. Das Fenster gefällt mir schon mal. Geht mal hier so rum. Ah, ja, perfekt. Ja doch, gefällt mir. Jetzt brauche ich nur noch Sand. Wie viele Blöcke kann ich noch abbauen? 36, also in der Informatik beginnt man zu zählen mit 0. Also 0, 1, 2 und deswegen, ja, man fängt halt nicht mit 1 an zu zählen, deswegen noch 36 und nicht 35, wie es hier steht. Aber, weil mir das zu wenig ist, mache ich hier gleich noch eine Schaufel. Ja gut, zwei brauche ich jetzt nicht, aber eine schon noch. Und dann gehen wir mal in die Wüste ein bisschen Sand farmen.
So. Ich finde, verrottetes Fleisch essen lohnt sich schon. Weil alle immer sagen, ja, nee, kann man nicht essen. Also wenn man Hungersnot hat, lohnt sich schon. Aber nur wenn man wenig Hungerbalken hat. Denn der Hungereffekt, der zieht einem ja Leben ab. Also nicht Leben, der zieht einem ja Hunger schnell ab. Aber der gibt denen ja nur eine bestimmte Zeit. Wenn du dich von ganz leer auf ganz voll frisst, dann hast du zwar eine gewisse Zeit den Hungereffekt, aber letztendlich unterm Strich hast du mehr Hungerkeulen bekommen, als dir abgezogen wurden. Und deswegen finde ich sinnvoll, sehr sinnvoll sogar, dass man einfach verrottetes Fleisch isst, wenn man noch nicht so viel hat. Wow, und das waren schon die 36 Blöcke. Ja, ich hatte noch ein paar Sandblöcke im Inventar. Ja, war schon gut, dass wir eine zweite Schaufel gemacht haben, die ich jetzt auch noch verbrauchen will. Und dann stecken wir das in den Ofen und dann ist das Ganze fertig. Dann können wir hier unser schönes 5x5 Fenster bauen. Und dann haben wir auch. Dann ist da, glaube ich, auch schon die Folge vorbei. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, das Fenster zu bauen. Folge ist vielleicht schon früher vorbei. Nee, ich baue hier auf jeden Fall noch die Schicht. Ob die Schaufel dabei kaputt geht, ist fraglich. Die hält nur 86 Blöcke aus. Aber ich baue hier einfach nochmal diese Schicht hier ab. Die Ebene und dann beende ich auch mal. Boah, dann habe ich für eine Viertelstunde ohne Unterbrechung aufgehört. Das ist ja Hammer. Ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Meine Mutter zum Beispiel. Ach ja. Ja. Aber das ist wirklich echt so. Wenn ich ein Video eine Viertelstunde schaue, dann unterbricht mich keiner. Obwohl ich das Video pausieren könnte. Das wäre nicht das Problem, wenn ich da einer unterbrechen würde. Ich könnte das Video einfach pausieren, aber dann unterbricht mir einfach keiner. Und kaum nehme ich auf, wo es etwas komplizierter ist zu unterbrechen, weil ich dann erst die Musik stoppen muss. Dann muss ich sie wieder am Anfang zurücksetzen, wenn ich die Aufnahme wiederhole, weil es ist auch blöd, wenn die Musik mit drin in der Aufnahme einfach anfängt. Muss ich die Aufnahme stoppen, dann muss ich irgendwie, wenn ich noch mit jemandem Skype-Anruf bin, schauen, dass ich mich dort mute und zig Sachen. Nee. Hey, hier liegen noch Leaves rum vom Noah, die er abgebaut hat. Sehr schön. Nehme ich gerne, kann man bestimmt auch gestalten. Oak und Akazien, okay. Kann man bestimmt ein bisschen mit gestalten, wie er hier seine Dinger, seine Gartenpflanzen da. Wie nennen sich eigentlich diese Schnittpflanzen? Gott, wie nennen sie sich? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt hier den Sand reintun werde. Und hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Die Hälfte werde ich mir rausnehmen. Und hier rein. So, das heißt, ich nehme jetzt immer hier ein bisschen Glas. So. Und gehe damit immer runter und baue das Ganze. So. Okay. Das Panoramafenster. Oh, es wird auch schon wieder Nacht. Mein Gott, hier wird so oft Nacht. Das ist unglaublich. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Da kann man da ein bisschen rausschauen. Ja, jetzt wird es kaum Nacht. Jetzt wollen sie schon wieder alles schlafen. Mein Gott. Ich nehme aber vorher noch. Oder liegt der Noah schon im Bett? Oh, ich glaube, der Noah liegt schon. Na, wäre ich auch mal. Wäre ich auch mal ins Bett gehen. So. In der Tat, er lag auch schon im Bett. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Okay. So, warten wir noch aufs Vierte. Perfekt, da haben wir 16 Glas. Das könnte sogar schon reichen. 5x5, 25. Wie viel standen da? 5, 9. Naja, passt schon. Perfekt. Super, also das Fenster gefällt mir. Ich werde vielleicht noch. Nee, oder? Wie lange nehme ich denn auf? Bis jetzt würde ich sagen. Bis jetzt. Ja, das war's auch mit der Folge. Mal eine alleinige Folge. Und wie gesagt, mal mit dem Test, dass ich nicht rendern muss, habe ich mal einfach mit OBS geschaut, der mir sowieso kleine Dateien gibt, dass ich nicht rendern muss. Wir haben hier das Weizenfeld gemacht und das Panoramafenster komplettiert und Sand geholt. Und die Pilze sind immer noch nicht gewachsen. Ich verstehe es. Ich muss mich mal informieren, wie man so eine Pilzwachsfarbe macht. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Tja.
Genau, dann war's dann mit der Folge. Stell mich um meinen Balkon, wenn da nicht gerade ein Creeper steht. Nein. Und genieße die Aussicht hier unten, wird man unter Wassertunnel lang gehen. Ja, ich stell mir das cool vor. Und dann war's das mit der Folge. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.